Freunde, die Sonne scheint. Ich bin in Haaren-Ems, meiner alten Heimat, wieder mal. Und ich bin auf dem Weg zum Wellenfreibad. Wellenfreibad, wie was? Corona, Wellenfreibad hat geöffnet. Ja, in Haaren ist die Welt noch in Ordnung. Nein, es ist nicht geöffnet. Und zwar fahre ich zu einem stillgelegten Wellenfreibad, das seit 3 Jahren leider brach liegt. Wir haben da unsere Kindheit drin verbracht, aber nun denn. Auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite aber eine perfekte Kulisse und Location für das heutige Shooting. Wir haben heute einen prominenten Stargast einfliegen lassen, oder er ist auf dem Weg hierhin. Wir müssen weg. Wir sehen uns dann bei der Landung. Ciao. Es ist kein geringerer als Smudo von den Fantas. Ja, der hat gesagt, das finde ich geil. Coole Idee. So, angekommen, Wellenfreibad, so heißt es, ne? Wellenfreibad, Haaren-Ems, das was es noch ist. Hier, die haben vergessen, hier ist kein Wasser drin. Michael, das ist alles so geplant. Ach so. Wir lösen als erstes Catering, Michael und Pim. Catering, wow, das war jetzt nicht ganz drauf. Kannst du es nochmal machen? Werden sich heute so Catering machen. Kümmern. Der Make-up-Bereich. Noch ein bisschen trostlos. So, jetzt sieht es ein bisschen schicker aus, ne? Ja. Ja, wir sind hier in der Lichtleere. Und zwar hatten wir erst gedacht, wir machen hier alles dunkel, Schatten. Und Smudo steht im Schatten. Allerdings würde das nicht aussehen, weil auf dem Boden werden letztendlich mit der Post-Production noch Macken und alles reingebaut, die da vorne sind. Die sind leider nicht hier, ist alles eine kleine Illusion. Und das wäre nicht mehr das gleiche Setting, wenn das hier alles im Schatten ist. Darum, Smudo muss in der Sonne stehen. Er bekommt jetzt aber von hinten zu viel Licht, darum werden Sebastian und ich jetzt hinten, oder Michael und Sebastian, oder Heinz und Sebastian, eine Schattenwand bauen, damit er nicht zu viel Licht bekommt. Das ist jetzt Hohe Schule der Lichtsetzung. Hallo Herr Filmer, endlich auch mal vis-à-vis im Block. Block. Ich war ja auch dieser schöne Chevy Chic. Ja, genau. Tun dahinter, den kann ich dir auch zu einer Augen machen. Also das ist wirklich da. Kommt jetzt eigentlich ab. Weniger. Wir müssen nicht alles benutzen, aber hier und da soll auch ein paar Sachen einfach im Hintergrund abgefahren werden. Das hat der letzte Mal, ne? Und zum Schluss gibt es noch Schnee. Es gibt wirklich Schnee. Ich dachte, die wollen mich verarschen. Ja, oben ist Schnee. Ja, dann ist genau Schnee. Was für Schnee? Genau, Sebastian. Kannst du dich einmal dahin stellen? Super. Wenn ich dich bitten dürfte, dass du ein ganz kleines bisschen Itzken weiter. Stopp. Gut. Sehr schön. Willst du mehr Licht an der Schulter haben, oder? Nein. Das finde ich gut so. Läuft super. Läuft richtig gut. So, wir haben unter Druck entstehen Diamanten. Um 15 Uhr muss er schon wieder in Nordholm am Flughafen sein. Schaffen wir. Hab ja ein geiles Team. Alles vorbereitet. Genau, der Blick auf die Uhr. Das ist ein geiler Knick. Okay, Smudo. Ja. Genau, du schaust über mich hinweg und ein bisschen dieses Verzweifelt. Ist es echt vorbei jetzt? Vielleicht wäre den Blick, du hast dieses Augenbrauenspiel, war super. Du hast dann einen Schluck genommen und hast zur Seite irgendwie geschaut. Super. Ja, super, das ist es. Hier, du brauchst mit der Palme. Richtig, okay. Jetzt bist du stolz. Ja, Mann, dein Becken, dein Tag, der Sommer ist doch nicht mehr vorbei. Sag, komm ein bisschen höher, ein bisschen mehr Anstrengung, aber Spaß dabei. Zähne fletschen und einmal die Brille mit. Ja, genau das ist es. Das ist es und der Schrei. Ja, einmal der Schrei dabei. Ja, Mann, du bist ja gewonnen. Danke. Ja, gut, das ist cool. Das war ein guter Moment. Sehr gut. Ja, genau, noch ein bisschen verkrampft. Danke. Mann,
Mann. Gut, Ralf, wenn du soweit wärst, dann lass es mal schneiden, Digga. Sehr gut, super. Vielleicht jetzt aber die Brille auch nochmal dazu aufsetzen. Das ist ja. Dann ruhig die wieder mit dem. So langsam freust du dich über den ganzen Schnee hier. Das ist ja. Prachtvoll ist das ja hier. Ja, schon jetzt freust du dich über den Schnee. Du freust dich darüber. Das ist ja. Wahnsinn. Wunderbar. Es gibt doch nichts Schöneres als dieser Schnee. Mein Gott. Wunderbar. Jetzt ja, genieß doch mal den Wind dabei. Richtig. Ja, ja, okay, nochmal. 1, 3, 2, 1. Geiler Typ. Oh, meine Hose. Bam! Geil. Vielen Dank. Alter. Geil. Ja, super. Hiermit ist es offiziell A-Rap. Sehr gut gemacht. Danke dir. Sehr geil. Auch geil gemacht. Gut, schön. Das ganze Team geil. Durch, oder was? It's a Rap! Ja, aber yeah. Ob's dann so kurz Zeit hat, habt ihr so viel Feierabend. Sehr geil. Freunde, das ist also Rekordzeit. Wenn einmal mit Profis arbeiten, ne? Einmal mit Zulu arbeiten. Wir haben jetzt 1,5 Stunden geschult. War es 1,5 Stunden? Ich glaube, ja. Alles durchgearbeitet. Der Mann ist super professionell. Klasse Schauspieler. Der hat hier die ganzen Aktionen durchgespielt. Mental Acting. Oder heißt es Method Acting? Nico. Mental oder Method? Method. Schnitz. Sind wir da drauf? Jetzt läuft es wieder. Okay. Warte, Freunde, it's a wrap. Wir sind durch Rekordzeit, weil einmal mit Profis arbeiten. Smudo, Profi. Knaller, 1,5 Stunden jetzt geshootet. Wir haben es natürlich super vorbereitet. Klasse Team. Wo wir sie jetzt auch gerade alle sind. Smudo hat es natürlich durchgezogen. Super Schauspieler, Charismat hoch 5. Bam, bam, bam. 3 Outfits, 2 Outfits, 5 Kulissen wollte ich gerade sagen. Wir sind durch. Wir sind alle happy. Mann, das in ist doch das nicht sein Ernst, oder was? Meine Güte, Sache. Nico, sag doch mal was. Nico, dann sag doch einfach mal. Oh Mann.